begrüße euch in mein Halbmondhoroskop am 30. Juli 2017. Was bedeutet ein Halbmond? Mond hat kein eigenes Licht. Mond empfängt die Licht von der Sonne. Wenn die beiden Lichter, Sonne und Mond, in gleichen Tierkreiszeichen, in gleichen Gradzahl stehen, das würde bedeuten, aus der Erde aus gesehen, dass die beiden Sonne und Mond wie in einer Linie befinden, dann ist es Neumond. Mond ist schneller als die Planeten oder die Scheinbewegung der Sonne und entfernt sich schnell von dieser Position und beginnt die zunehmende Mondphase. Wenn die beiden Lichter, Sonne und Mond, gegenüber liegen, dann ist es Vollmond, weil dann kann die Sonne den Mond voll und ganz beleuchten. Und weil Mond schneller ist als die Planeten oder die Scheinbewegung, die Sonne entfernt sich schnell von dieser Position und beginnt die abnehmende Mondphase. Bei dieser Bewegung von Neumond bis Vollmond und vom Vollmond bis Neumond ist eine Mitte. Und genau das ist die Halbmondposition. Und hier verbindet sich Sonne, Mond und Erde und verbindet sich auch drei Tierkreiszeichen miteinander und auch drei unterschiedlichen Elementen. Wir haben vier Elementen: Erde, Luft, Feuer und Wasser, und alle sind gleichwertig und alle sind lebensnotwendig. Und dann kommt die Äther dazu, das Geist, das wäre die fünfte Element. Aber hier astrologisch gesehen arbeiten wir mit den vier Elementen. Und bei einem Halbmond verbindet sich Sonne, Mond und Erde in drei verschiedenen Tierkreiszeichen, in drei verschiedenen Elementen, und die Elementen erzeugen eine gewisse Spannung. Und das können wir in Natur auch betrachten. Sonne befindet sich im Tierkreiszeichen Löwe. Das ist Feuerelement. Erde befindet sich im Tierkreiszeichen Wassermann und das ist Luftelement. Mond befindet sich im Tierkreiszeichen Skorpion und das ist Wasserelement. Und dieses Wasser ist zu viel Wasser für die Feuer. Dieses Wasser löscht die Feuer aus und dieses Wasser ist zu viel Wasser für die Luft. Die Luft geht aus. Und das können wir auch in Natur auch betrachten. Wenn eine Kerze brennt, dann kann ich das mit Wasser löschen. Wenn wir schwimmen und untertauchen und irgendwann geht die Luft aus, weil das zu viel Wasser ist, dann ist es auch mal unangenehm sein. Und das ist die Unverträglichkeit, die Elemente gerade im heutigen Tag, und das erzeugt energetisch eine Spannung. Es fehlt die Ausgleich, die vierte Element, die Erdelement, und wir sollen diese Spannung verlassen und zulassen die fehlende Erdeelement. Und das vertreten die Tierkreiszeichen Stier, die Tierkreiszeichen Jungfrau und die Tierkreiszeichen Steinbock. Ganz ausgeprägt ist die Stier. Und hier geht's um Werten und Besitz. Das unterstützt natürlich die Jungfrau, das sind die Gespräche, die Handlungen und auch die Orientierung, und unterstützt gerade die Tierkreiszeichen Stier, was heute einen Bezug zu Finanzen hat, wo die Tierkreiszeichen Stier auch sehr vertraut ist. Also da Steinbock und Stier arbeitet Hand in Hand und das sind die Werte und auch die Finanzen. Und das ist die ausgleichende Energie. Und ich würde die Selbstwertgefühl betonen. Und das, was wir heute lernen können, die Tierkreiszeichen Steinbock vertritt gerade die Werte. Und dazu gehört das Selbstwertgefühl. Die Tierkreiszeichen Jungfrau vermittelt das zu lernen und auch vermitteln.
Und die Tierkreis zeichnen Stier gibt die Ausgleich, die Gelassenheit, die Ruhe, all das zu bewältigen. Und da sollen wir heute vielleicht konzentrieren. Dann ist wichtig, noch zum Erkennen, dass Sonne und Erde bewegt sich im Tierkreiszeichen Löwe und im Tierkreiszeichen Wassermann. Und hier befindet sich auch die beiden Mondknoten. Die absteigende Mondknoten und die aufsteigende Mondknoten. Die absteigende Mondknoten im Tierkreiszeichen Wassermann, wo gerade unseren Planet Erde befindet. Die indische Astrologen sagen dazu die Drachenschwanz. Das ist alte Karma oder Vergangenheit. Und die aufsteigende Mondknoten, was die indischen Astrologen als Drachenkopf nennen, befindet sich gerade im Löwe, wo auch die Scheinbewegung die Sonne ist. Und das Problem ist, dass beide Tierkreiszeichen, auch die Löwe, auch die Wassermann, ist unbeweglich. Es fehlt die Richtung, es fehlt die Orientierung, es fehlt die Befreiung. Was gibt dazu die Befreiung? Das ist die Tierkreiszeichen Widder und die Tierkreiszeichen Waage. Beide haben eine Bedeutung, nicht nur, weil im Tierkreiszeichen Widder die Frühlingspunkt Tag und Nacht befindet und die Tierkreiszeichen Waage die Herbstpunkt Tag und Nacht befindet, sondern das gibt gerade die Halt, die Orientierung auch. Also das sollen wir auch berücksichtigen. Und bei Tierkreiszeichen Widder, was uns die Kraft gibt und auch die Mut gibt, all das bewältigen, diese Befreiung, wird gerade dem Sternbild Pegasus. Und das hat auch eine Bedeutung, weil Pegasus ist nicht alleine im Himmel, sondern hier befinden sich Perseus und Andromeda. Und die Geschichte dazu ist, damit man das leichter nachvollziehen kann, es gab eine Königin Cassiopeia und diese Königin prahlte überall. Ihre Tochter Andromeda sei die schönste überhaupt, sogar schöner als die Meeresjungfrauen. Sie waren natürlich beleidigt und haben beschwert bei Poseidon, der Gott des Meeres, und er wurde auch zornig und schickte die Walfisch im Königreich, die prahlende Königin Cassiopeia zu bestrafen. Und die Walfisch nahm die Königstochter Andromeda und fesselte in einen Felsen. Und es war die gefesselte Frau Andromeda und hat natürlich Angst gehabt. Bis dann Perseus kam und befreite Andromeda. Und dann kam der geflügelte Pferd Pegasus im Spiel und es wirkt heute, diese geflügelten Pferd, das ist die Befreiung war von Andromeda. Die beiden, Andromeda und Perseus, die haben sich auch verliebt, haben mit diesem geflügelten Pferd davongeritten, beziehungsweise geflogen. Und das ist die Befreiung und hier handelt es sich um unsere Ängste. Das heißt, unsere Ängste hält uns gefangen. Natürlich kann das auch die politische Lage sein, dass wir verlieren die Orientierung, dass immer mehr Menschen in Angst leben und fehlt die Richtung, fehlt die Sicherheit, die Stabilität. Und natürlich, das sind Ereignisse, was unsere Emotionen berührt, unseren Gefühlen und die Ängste sind da. Und die heutigen Halbmond-Horoskop, diese Zeitqualität sagt, befreien von diesen Ängsten. Das ist die Widderenergie, weil das gibt die inneren Kraft gerade. Und gegenüber dem Tierkreiszeichen Waage, das blüht alles auf. Und hier wirkt auch ein besonderer Stern, Vindemeatrix. Und das ist die Lebensfreude, die Fruchtbarkeit, die Feste, die Fröhlichkeit. Wir brauchen auch diese Fröhlichkeit im Leben als Ausgleich. Und da können wir dann befreien von Ängste, befreien von diesen Situationen, was uns in Enge hält. Und es gibt natürlich auch mehr Kraft und inneren Ruhe.
Und wichtig ist auch zum Erkennen, dass der Mond schneller bewegt als die Planeten und schnell entfernt sich von diesem Halbmondposition und bewegt sich Richtung Akrux. Und Akrux ist ein Stern im Sternbild Kreuz des Südens. Das ist zum Orientierung da im Südhalbkugel. Ein ganz markantes Sternbild. Und das ist die Orientierung. Und dieser Stern, Akrux, wurde auch mit Religion verbunden, auch ein bisschen mit Spiritualität. Also in erster Linie ist das die Glauben an Gott, Glauben an uns selbst. Und das ist die Richtung, weil das ist die Bewegung, die Mondes, wo von diesem Spannung sich dann entfernt und bewegt sich Richtung dieser Kreuz des Südens. Und das ist nicht nur religiös, sondern auch im Südhalbkugel dient auch für die Richtung. Und was aufsteigt, dass wir daraus etwas lernen, dass wir mehr Orientierung haben. Und das ist die Befreiung. Das heißt, die Sonne und die Erde, wo gerade in dem Moment, wo dieser Halbmond stattfindet, eine gewisse eingeengte Position hat, das dadurch befreit wird. Und was hochsteigt, das ist die Tierkreiszeichen Schütze und das ist die Richtung und da ist auch wichtig zu erkennen, hier geht es auch um Orientierung, weil die Schütze zeigt die Zentrum des Galaxie, unsere Milchstraße. Und nicht nur diese Schütze-Energie oder die Zentrum des Milchstraße ist das Aufstieg, sondern hier wirkt auch die Lilith-Energie, dass wir Wünsche haben, dass wir Sehnsüchte haben und wir sollen das als Ziel setzen und in diesem Ziel bleiben, also zielorientiert zu sein, weil das gibt den Aufstieg. Und das war mein Halbmond-Horoskop. Zum Schluss möchte ich noch erwähnen, dass ich auch Beratungen anbiete und ich werde meine Kontaktdaten sofort einblenden. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.